Viele rufen uns in diesen Tagen an, Menschen, die Orientierung wollen. Ja, die wissen, dass sie sachliche Informationen bekommen und sagen, gibt es denn heute Abend eine Sendung? Ja, wir sagen, ja, wieso nicht? Ja, es ist doch Krieg. Und da müssen wir kurz mal informieren, es ist ständig irgendwo Krieg. Ja, wir hatten im Komödchen, damals im guten alten Komödchen, hatte Lore Lorenz die schöne Pointe, Frieden ist Krieg, der woanders ist. Wir haben uns heute mal informiert bei der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg. Das hier sind die Kriege der letzten 40 Jahre. Die zum großen Teil noch alle irgendwo laufen, nur es berichtet halt keiner drüber. Das sind die aktuellen Kriege. Das sind die aktuellen Kriege. Teilweise 40 Jahre alt. Man hat ja auch keine. Das ist ja Afrika. Ja. Das ist ganz wichtig. Das muss ich muss ja auch auffordern, was das deutsche Fernsehen jetzt braucht, das ist mir ganz klar geworden gestern Abend, sind Talkshow-taugliche Iraker. Wirklich. Ich habe gestern einen irakischen Schriftsteller gesehen, ich habe seinen Namen leider, ist mir entfallen, mit offenem Jeanshemd in der Sendung Hart, aber fair, WDR-Fernsehen. Ja? Und das war ein bisschen, wie soll ich sagen, er hat sicher ein ehrenwertes Anliegen, aber er war schwer zu verstehen und so weiter. Wir brauchen jetzt Talkshow-taugliche Iraker, die in der Lage sind, mit den festangestellten Irak-Talkshow-Gästen, Friedbert Pflüger, Peter Scholl-Latour, der eine Amerikaner vom Aspen-Institut, der auch einen sehr, sehr schweren Stand hat, und vor allen Dingen Antje Vollmer. Bitte. Dankeschön. Und ich saß zu Hause und sagte immer mir, an wen erinnert mich diese Stimme von Antje Vollmer? Die in den Talkshows viel mehr Klartext redet als im Bundestag. Ja. Ja, 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 Abzug gegen das Völkerrechtswidrig. Das habe ich auch festgestellt. Wenn Politiker konkret angesprochen werden, heute Mittag Schäuble, ja, auf Völkerrecht, wissen Sie, das sollte man jetzt nicht diskutieren, da winden sich alle so ein bisschen raus. Aber die Stimme von Antje Vollmer, jetzt weiß ich's. Anke Engelke in Rickys Popsofa. Hallo, ja, das ist genau die Stimme von Antje Vollmer. Wer kopiert da wen oder ist es dieselbe? Kurzum, viele fragen uns, das ist dieser Peter-Klöppel-Blick, den man, glaube ich, jetzt auch drauf hat. Warum habe ich hier keinen Laptop, wo ich die Bilder abrufen kann, die es nicht kriegst gibt? Kriegst du gleich. Ich brauche hier einen Laptop, weil ich bin ein News-Anchorman. Ja? Viele fragen uns natürlich in diesen... Der Blick kommt jetzt schon sehr gut, oder? Ja. Es gibt keinen Grund. Kommt zur Seite. Kommt zur Seite. Viele fragen uns natürlich. Und auch dieses leisere Sprechen. Viele fragen uns natürlich in diesen Tagen, findet die Sendung statt? Dafür haben wir eine Homepage eingerichtet. Können wir vielleicht gerade mal zeigen. Total wichtig. Wegen der aktuellen Situation findet die Harald Schmidt Show heute statt. Damit Sie da informiert sind. Mein Gast heute ist ein großartiger Schauspieler, den ich in vielen Filmen immer wieder großartig finde. Es ist eine große Freude für mich, immer, wenn ich ihn sehe. Er hat alles gewonnen an Preisen, was man als Schauspieler in Deutschland gewinnen kann. Und ist demnächst zu sehen in dem Film Die Schwabenkinder. Das sind Kinder, die früher von ihren Eltern nach Schwaben geprügelt wurden. Wirklich. Ja, Sie lachen, Sie lachen. Aufgerüstet, ich war. Nein, da finden wir nicht mehr raus. Und er hat ein tolles Buch geschrieben, das ich heute Mittag gelesen habe, das wirklich sehr witzig ist und sehr empfehlenswert. Es heißt Richtig fressen, mein Gast heute, Jürgen Tarrach. Danke. Es gibt Gesellschaftsformen, da endet es nicht so humoristisch, wenn man dem Chef einen Laptop hinstellt, dass er nicht aufkriegt. Da wird nicht mehr gelacht. Ja? Ah, hier, open. Okay.
Kurt Beck hat es auch nicht einfach. Oh, ja. Der sympathische Dicke aus der Pfalz, den habe ich gestern gesehen in einer Talkshow. Habe ich gestern, glaube ich, 96 Talkshows gesehen. Und Kurt Beck sprach den legendären Satz, wichtig für die Region. Das heißt normalerweise, der 1. FC Kaiserslautern braucht Geld. Ja? Nein, er meinte die Region des Mittleren Ostens, Irak. Kurt ist auch schwer rumgeeiert, weil er hat nicht das ganz große Problem. Auf der einen Seite ist er gegen den Krieg. Ja? Auf der anderen Seite ist er auch für unsere amerikanischen Freunde, denn Rheinland-Pfalz, da sind Tausende von Arbeitsplätzen im Bordell- und Disco-Bereich, die verloren gehen, wenn die Amerikaner dort abziehen. Ja? Er kann ja nicht alle in den Freizeitpark vom ZDF schicken. Also, ja, das ist und dann, selbstverständlich hat er auch böse rumgehalten. Und wer auch ganz betroffen ist und wer heute vor den Kameras des ZDF in sein Handy die Nummer reingetippt hat, das ist Herr, wie hieß er, Stange? Oh. Ja, wie ist er mit Vornamen? Bernd Stange. Bernd Stange, der Trainer der irakischen Fußballmannschaft, hat nochmal vor den ZDF-Kameras mit ganz betroffener Miene in sein Handy getippt, obwohl er schon gewusst hat, dass er keine Verbindung mehr kriegt. Ja. Und das ist auch so permanent dieser Zynismus, der einem auflauert, wo man sich weiß, zum Beispiel die ganzen Fußballspielpläne wirken auch irgendwie zynisch, ja, oder? Ja. Die Mannschaft, die von Herrn Stange betreut wurde. Die irakische Nationalmannschaft. Ja, ist jetzt in der Qualifikation. In der Qualifikation für das Fußballturnier Olympia 2004, ja. Ja, und wer wäre Ihr nächster Gegner gewesen? Das ist hier, das Halbfinale ist gegen Vietnam am 5. April. Ja, das ist so. Also, Mann, das ist so wirklich, wer jetzt zu Hause sich nicht aufregt, der hat kein Herz, oder? Ah, wirklich? Naja, das ist ja komplett lächerlich, das Spiel, das ist ein langes Fest, nicht wahr, ja? Putin ist auch sehr bestürzt über das Rückspiel in Hanoi. Putin ist bestürzt. Okay, ja, Entschuldigung. Putin ist total bestürzt. Er hasst den Krieg. Ja. Ja. Also wirklich. China ist auch bestürzt. Interessiert dich nicht gegen den Hunderttausende gehen auf die Straße, aber das ist doch Irak gegen Vietnam. Spielen die wirklich oder haben sich das wieder so kranke Autorenhirne ausgedacht? Nein. So. Sonst ist, da steht ja auch, also das Rückspiel ist in Hanoi, das Hinspiel kann natürlich nicht in Irak stattfinden. Ja. Das Rückspiel am 19. April in Hanoi. Und das ist das Interessante, wer da weiterkommt, ja, spielt im Finale, das können wir jetzt mal angucken, gegen Nordkorea. Ist das Laptop von Okan? Keine Ahnung. Von Anesti. Von Anesti, unserem Technical Director. Und großartiger Kollege Anesti hat sein Laptop, er kriegt es ja wieder. Ja, klar. Ja, er kriegt es ja wieder. Falls es Neuigkeiten gibt, meine Damen und Herren, werden wir sie sofort drauf aufmerksam machen. Wir in Köln-Mülheim haben seit einiger Zeit keine Bildverbindung mehr zu Manuel Andrack. Ich bin aber immer noch telefonisch mit ihm verbunden. Und ich höre gerade, Manuel Andrack, haben Sie einen Eindruck, wie ist denn jetzt momentan die Situation in einer der Hochburgen des multikulturellen Zusammenlebens, in dem ja auch eine deutsche Minderheit sich recht wacker behauptet, in Köln-Mülheim? Im Moment liegt eine gespenstische Ruhe über Köln-Mülheim. Die Situation ist zurzeit folgende. Das Publikum der Harald-Schmidt-Show befindet sich zurzeit im Studio der Harald-Schmidt-Show. Es sind also wenig Leute in und um dem Gebäude versammelt. In der Harald-Schmidt-Show moderiert zurzeit gerade Harald Schmidt. Susanna hält ihm wie immer die Pappen. Links von Harald Schmidt sitzt Helmut Zerlett, der Bandleader von Harald Schmidt und seine Band. Wir können jetzt auch mal nach draußen schalten. Dort haben wir eine Außenaufnahme des Studios. Es ist im Moment sehr ruhig. Auch die Linie 4 fährt nicht zwischen Rixdorfer Straße und von Sparstraße. Und auch bei Harley-Davidson ist zurzeit nichts zu sehen in der anbrechenden Dämmerung. Und ist zurzeit die Stimmung in Köln-Mülheim. Das klingt
den Umständen entsprechend ruhig. Nun muss ich sagen, in diesen Zeiten, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, heute hat ja die Taz in Berlin Franz Josef Wagner das Eiserne Kreuz aberkannt. Können Sie abschätzen, wie lange Sie noch bleiben können? Ja, ich hoffe, noch so lange hier in Köln-Mühlheim bleiben zu können, wie es die Situation zulässt. Im Moment ist die Lage ruhig und ich denke, dass ich hier bleiben kann, solange es geht. Vielen Dank für den Augenblick, Manuel Andrack. Und wir werden uns, wenn es Neuigkeiten gibt, aber vor allem, wenn es keine Neuigkeiten gibt, wieder bei Ihnen melden. Sie zu Hause, meine Damen und Herren, sollten wissen, dass Sie bei uns die Gelegenheit haben, in einer sogenannten Phone-In-Aktion bei uns anzurufen. Und wir werden mit unseren Experten, das bin ich, nach bestem Wissen und soweit noch auffindbar Gewissen die Fragen beantworten, die Sie zu diesem Konflikt haben. Sie erreichen uns unter dieser Nummer und zwar ab sofort. Die Nummer ist jetzt freigeschaltet. Und ich habe eine erste Anruferin in der Leitung. Hallo? Hallo? Erika Lungwitz aus Kassel hier. Ja? Ich muss sagen, mich regt das alles dermaßen auf. Man muss doch auch einfach mal an die Kinder denken. Also ich habe zwei im Alter von 7 und 13, die kommen von der Schule nach Hause. Und dann wollen die Mittagessen und dann machen die Schularbeit. Und da kommt jetzt der Amerikaner und ohne Not wird da alles kaputt gemacht. Wie soll man das eigentlich, frage ich Sie, den Kindern erklären? Ich habe einen Nachbarn, der ist 93 Jahre alt, der hat alles mitgemacht. Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Und der sagt, Krieg ist schlimm. Das Schlimmste überhaupt, was es gibt. Und mein Mann sagt, da geht's doch im Prinzip nur ums Öl. Da frage ich Sie, hätte man das alles nicht friedlich lösen können, ja müssen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir häufig hören. Und da ist Ihre Empörung auch durchaus nachvollziehbar. Das Öl spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber nicht vielleicht in dem Maße, wie es häufig dargestellt wird. Auch das Gegenteil ist in diesem Fall sicher richtig. Ich würde gerne zu dem anderen Punkt, den Sie nicht vorgebracht haben, nochmal zu sprechen kommen. Das ist der Fall Kinder und der Großvater im Ersten Weltkrieg. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt tun können, dass wir generationsübergreifend hier tätig werden. Und wenn uns das gelingt, ist das im Rahmen der VN-Beschlüsse auch mit 1441, 1441 und 1441 das Sinnvollste, was wir momentan tun können. Hallo? Ja, Karl-Heinz Hemmschen aus Bergisch Gladbach. Ja. Also vorweg möchte ich sagen, der Saddam Hussein ist für mich definitiv der schlimmste Diktator überhaupt. Aber was macht denn der Bush? Der steht als Präsident auch total unter der Fuchtel von seinem Vater. Ich meine, das muss man auch mal psychologisch sehen. Der soll im Prinzip nur das zu Ende bringen, was sein Vater vor 12 Jahren verbockt hat, oder? Die Suppe auslöffeln muss ja jetzt der kleine Mann in Bagdad. Und wir hier in Deutschland im Prinzip genauso. Ich meine, das greift alles ineinander. Was bedeutet das denn zum Beispiel konkret für mich? Aber für unsere Wirtschaft. Geht das jetzt hier den Bach runter alles? Mal ehrlich gesagt, bezahle ich demnächst für einen Liter Benzin 5 Euro? Kann mir das einer sagen? Wie ist das? Also das meiste ist ja schon den Bach runter, insofern ist da keine allzu große Befürchtung für die Zukunft. Es bleibt natürlich zu befürchten, dass unsere Firmen in der Zeit danach, eben wie in der Zeit auch davor, nicht mehr an der erneuten Rekonstruierung der Infrastruktur und der Firmen im Irak beteiligt werden, aufgrund des gespannten Verhältnisses zu den USA, was aber doch eher ein gespanntes Verhältnis zwischen Bundesregierung und Bush-Administration zu sein scheint. Das seit jeher fantastische Verhältnis zwischen den Völkern ist nach wie vor unangetastet und ich denke, dass Ihnen das auch weiterhelfen wird. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Ronny Milde aus Birma. Namen Ronny. Für mich, wollte ich mal fragen, ist der ganze Nahe Osten ein einziges Pulverfass?
die ganzen Stämme, was es da so gibt, die Schiiten, die Kurden, Al-Qaida, Al-Jazeera und so, das ist das ganze Schutzstück zum globalen Flächenbrand in der Region ausweiten. Man muss sich das mal überlegen, der Busch, der zündet da an einer Lunte und ist sich überhaupt nicht im Klaren, dass uns der ganze Orient jeden Augenblick um die Ohren fliegen kann. Gut, meine konkrete Frage. Ich habe im Sommer 2 Wochen Costa Brava gebucht. Soll ich dann jetzt stornieren und auf Ostsee umbuchen? Und wenn ja, wer ersetzt mir eigentlich dann den entstehenden Schaden? Also Ronny, das Auswärtige Amt gibt ja regelmäßig Hinweise, welche Länder gefährlich sind und in welche man besser nicht reisen sollte. Die Costa Brava gehört natürlich zu Spanien, ist aber momentan auch aufgrund der persönlichen Intervention von Ministerpräsident Aznar absolut sicher. Sollten Sie trotzdem umbuchen wollen, haben unsere Touristen, unsere anständigen deutschen Tourismusunternehmen die Gelegenheit noch bis Ende April, dass sie gratis umbuchen können. Im Übrigen hat auch die Lufthansa heute, wenn ich richtig informiert bin, 5 Flüge gestrichen und es sind im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen auch mehrere Züge der Deutschen Bahn pünktlich angekommen. Grund zur Panik besteht, wie gesagt, nicht. Ich hoffe, ich konnte das damit beantworten, meine Damen und Herren. Heute Morgen habe ich schon kurz nach 7 Uhr im Südwestrundfunk natürlich, dem Heimatsender von Kuddelbeck, ein Interview gehört mit Jürgen Totenhöfer, der diesen Bestseller geschrieben hat. Wer weint schon um Abdul und Tanja heißt, glaube ich, das Mädchen. Ja, ja. Ja. Und Jürgen Totenhöfer ist ein Kenner der Szene und hat gesagt, der Angriff der Amerikaner auf den Irak ist ungefähr so wie ein Boxkampf zwischen einem Superschwergewichtler und einem 7-jährigen behinderten Kind. Ja. Da habe ich mir gedacht, wäre das nicht mal eine Idee für RTL 2? Würde ich sagen. Es ist zwar hart, aber es ist auch eine Form von Integration. Ja, also. Ja, die Zeiten erfordern von allen Opfer. Ich kann doch hinterher mit Bohlen eine Platte machen oder so. Das ist doch nur eine Frage der Verkaufe, der Aufbereitung. Oder nicht? Ist das zu negativ? Nein. Meine Damen und Herren, wir sind stolz darauf, für einen amerikanischen Eigentümer ab sofort oder demnächst zu arbeiten, für Mr. Haim Saban. Er hat unseren Sender, unsere Senderfamilie gekauft. Und Gott sei Dank macht dieses Beispiel Schule. Immer mehr große internationale Investoren kaufen deutsche Erfolgsprodukte. Und wir sind ja im Grunde so eine Art, ja, wie soll man sagen, ein Parfüm für die ältere Generation. Ja. Ja? Wir sind sozusagen das 4711 des deutschen Fernsehens. Diese nur wenig holprige Überleitung sollte Ihnen sagen, auch unser schönes Kölsches Kultunternehmen, das schon lange natürlich nicht mehr in kölschem Besitz war, 4711 gehörte Wella. Genau. Ja. Und Wella wurde gekauft von, ich glaube, meinem Lieblingskonzern, Procter & Gamble. Klar. Procter & Gamble, was machen Sie nicht alles, die sympathischen Procter & Gamble-Herrschaften, von Waschmittel über Nahrungsmittel, Windeln, alles. Ja? Und das ist ein Zeichen dafür, dass es global auch positiv nach vorne gehen kann. Dass man sich sagen kann, jawohl, man fasst sich an die Hände und gemeinsam können wir es schaffen. Und Sie sollten darauf achten, auch im Interesse unserer deutschen Wirtschaft, wenn Sie in Zukunft einkaufen gehen. Wir haben hier mal, es sind nicht alle Produkte, weil es sind, was weiß ich, hunderte von Produkten, die es bei Wella, bei Procter & Gamble und bei 4711 gibt. Ich fange mal an mit den Produkten von 4711. Das hier kennen wir alles, das ist das gute Kölnisch Wasser. Dann gibt es aber auch, und das ist zum Beispiel etwas, was ich gerne benutze, Tosca. Gabriela Sabatini, oder wie will sie nennen, die Tennisbestie aus Buenos Aires. Wow. Ein Tier, wow. Aber so ein Kreuz. Ja, ja. Ich stand mal neben ihr an der Hotelrezeption, ja,
Hallo, so. Aber wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Gabriela Sabatini hat das Natural Spray mit Vaporisateur auch aus dem Hause 4711. Es geht weiter mit Aftershave Irish Moos. Das ist wirklich alles 4711, ist ja. Das geprüft? Ja, ja. Cindy Crawford, Ex-Frau Gier, hat ein eigenes Parfum herausgebracht. Die Erfrischungstücher, das muss ich wirklich sagen, da hat sich viel getan. Kurz nachdem die Mauer weg war, haben die ersten Ossis damit noch die Bräule eingerieben. Ja. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja? Dann, was haben wir hier? Naomi Campbell. Was ist das denn? Ist das ein Parfum? Ja, das ist ein Parfum. Tolle Form, die Flasche. Hier. Schöne Geschenkidee. Naomi Campbell, diese ganzen Supermodels. Bruno Banani, heißt er wirklich so? Ich glaube, ja, 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 ja. Bruno Banani, Time to Play. Time to play und dann time to say, nein, time to play. Was ist denn der Unterschied zwischen time to play? Man und Ach so, woman. Man and woman. Und where is gay? Die nehmen wahrscheinlich beide, mischen zusammen. Ja. Bruno Banani, time to play. Indian Summer. Kein Parfum passt besser als Indian Summer. Ja? Der Herbst, die Blätter färben sich. Ekstase. Pure Passion. Eau de Toilette Natural Spray. Wahnsinn. Das ist alles 4711, das ahnt man ja gar nicht. So, dann hier Puma. Da brauche ich kein Parfum. Diversity von Max und Diversity Woman. So, das, oh, was ist das denn? Rosa, Luxusseife. Der Muttertag kann kommen. Jetzt kommen wir zu Vella. Viva Color. Von der Farbe her, also nicht, dass er es nimmt, aber... Da, oh, also. Viva Color, das hier ist Pro Hair von Vella. Pro Hair für Mischhaar. Das ist, wenn die multikulturelle Eltern, oder was heißt das Mischhaar? Oder Extensions, ich weiß Also nicht. Extension. Nein, Mischhaar ist, glaube ich, also halb trocken, halb fettig. Ja, 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 ja. So wie, ja, die Moderatoren im Frühstücksfernsehen. Dann hier Handsachen, Handcreme. Toll. Übrigens, Ewald Lienen habe ich, das finde ich toll, Ewald Lienen hat aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Alle sollen streiken. Ja, alle Deutschen, natürlich nur die welche haben, das ist klar. Ja, das darf man nicht vergessen, durch diesen dummen, ärgerlichen Krieg jetzt sind unsere eigentlichen Probleme. Ja, der Kanzler war ja gerade dabei, eine umfassende Reform anzufangen. Jetzt kommt wieder dieser Ärger. Ja. Ja, aber wie gesagt, wer welche hat, soll sie niederlegen. So, Shampoo Vitality, Volumen und Kraft, das ist Vella. Dann Lanosan Design, hier, Schein, sowas benutzt, glaube ich, Olli Kahn. Und Vella Flex und Chrysan gegen Schuppen. 20% mehr Inhalt, das ist toll. So, das ist Vella. Ist das jetzt schon Procter & Gamble? Wo bist du jetzt? Oil of Olas? Ja, das ist Procter & Gamble. Das hier. Können wir das sehen oder muss ich das hier? Schaffe ich das alles hier? Ja, das schaffst du alles. Oil of Olas einmal. Oil of Olas aufbauende Nachtcreme. Oil of Olas schützende Tagescreme. Oil of Olas Provital. Oil of Olas hautaktivierende Gesichtspflege. Oil of Olas Provital. Oil of Olas intensive Pflege gegen Falten. Oil of Oil of Olas Touch, Oil of Olas Touch Complete, Oil of Olas Touch Me and I Kill You. Nein. Nochmal, das ist alles Oil of Olas. Es geht weiter. Oil of Olas Waschgel, Oil of Olas Hautreinigungsmilch, Oil of Olas Gesichtswasser, Oil of Olas Daily Facials, Oil of Olas Total Effects. War das nicht ein Film mit Schwarzenegger? Total Recall. Total Recall. Das ist dreimal hier. Oil of Olas Provital, Oil of Olas Complete, Oil of Olas Classic, Oil of Olas Classic. Und wenn Sie das nehmen, nehme ich noch Oil of Olas Touch oben drauf. So, hier. Es geht weiter. Das ist meine eigentliche Bestimmung. Das ist meine eigentliche Bestimmung. Glauben Sie denn, dass es mir Spaß macht, hier vor dem Kaufhaus das alles zu verkaufen? Ja, aber ich habe Familie, es muss Geld verdienen. Und die Sendung damals
mit dem Irakkrieg hätte ich besser nicht machen sollen, aber seit eins blieb nichts anderes übrig, als mich danach rauszuschmeißen. Deswegen sage ich hier, was sie heute bei mir kriegen. Vic Hustenbonbons, gelb, schwarze Johannisbeere, Zitrone, Wildkirsche. Sagen Sie, das kann nicht alles sein, haben Sie recht. Eukalyptus frei, Eukalyptus plus C, Salbei plus C, Vic blau zuckerfrei, Vic Apfel plus C, Vic Zitrone plus C, Vic Sauerkirsch plus C. Always normal plus. Always ultra plus. Du kannst ja mithelfen, du bist ja schuld. Du bist auch mit rausgeflogen. Kann ich ja zuwerfen. Ja. Always long plus. Always ultra. Always ultra normal plus. All days small. All days normal. All days black. Das könnte Abwechslung in eine Partnerschaft bringen, ja, oder? So nach 20 Jahren, Judge, kauft ihr doch mal All Days Black. So. Und? All Days Tanga. So, jetzt mache ich schnell, ich will alle Produkte durchgehen. All Days Flexible, All Days Light, All Days Tanga, All Days Single Pochette, All Days Long. Bounty. Bounty. Genau hingucken, Senioren, nicht essen. Ja? Ja. Bounty. Pampers Active Fit. Pampers Playtimes. Pampers Easy Up. Pampers New Baby. Und Pampers Baby Dry. Charmin Soft and Fresh, das ist feuchtes Klopapier, das ist normales Klopapier und das ist einmal gelb und einmal weiß, Comfort. So, jetzt geht's hier rüber, jetzt geht's hier rüber, ist wie früher bei Jörg Träger, oder? Ja, so, genau. So. Ariel. Tor 3. Ariel, alles immer noch Procter & Gamble. Ariel Hydroaktiv, Ariel Tablets, Ariel Tablets Color, Ariel Color als Pulver und Ariel Kompakt. Ariel Weichspüler, Ariel Color Weichspüler, Ariel in der großen 54er-Packung. Punica, wer hätte das gedacht? Ja? Punica, Punica Melon Tropic, Punica, Punica Orange, Punica Fruchtig Rot, Punica Tea and Fruit, Punica Multivitamin 17 und 4 und Punica Exotis. Das passt sehr gut zu All Days Black. Yes. Oder? Ja. So, das! Mein Lieblingswaschmittel. Tempo! Tempo Box. Meister Proper Gelb, Meister Proper Meeresfrische, Meister Proper Frühlingsfrische, Meister Proper Collar, Meister Proper Mach mir's. Nur Weißes und Buntes. Tempo, Tempo, Tempo. Blendermate Classic, Blendermate Medic Weiß, Blendermate Kariosan, Blendermate Complete Plus, Blendermate Complete Plus Extra Frisch, Blendermate Zahnbürste, Pringles Kartoffelchips, Lenore, Lenore April Frisch, Lenore Natural Balance, Lenore Sommerbrise und Lenore Frische Schutz, Lenore Knitterschutz, Febreze Classic, Febreze Antibakteriell, Febreze Classic. Blendy für die Kinder, Febreze Extra. Infinity Ellen Betrix, Ellen Betrix Eyeliner, Ellen Betrix Hyper Smooth. Das hier sind alles Ellen Betrix Produkte, dafür reicht jetzt die Zeit wirklich nicht mehr. Das ist auch nochmal alles Ellen Betrix. Das ist nur. Sowas fliegt einem normalerweise um die Ohren, wenn man sagt, ja, können wir jetzt mal hochgehen? Ja. Oder? So, aus der Handtasche raus. Ab! Und zum Schluss Swiffer. Swiffer. Das ist für mich sensationell. Ich weiß, warum ich ein leidenschaftlicher Herold der Marktwirtschaft bin. Egal, was von diesem Produkt, welches Produkt Sie kaufen, ja, es ist immer dieselbe Firma. Ja, und es ist immer geil. Toll. Ja. Es ist immer Procter & Gamble. Eine tolle Sache und es ist so ähnlich, stelle ich mir auch jetzt dann für uns, für die Sendefamilie vor, mit einem großen internationalen Investor. Ja. Es ist immer dasselbe Mutterhaus. Tolle Sache, meine Damen und Herren. Ich liebe die Marktwirtschaft.